So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir wieder rübergehen, muss ich natürlich mal wieder Danke sagen an alle, die gestern Abend wieder mit im Livestream waren. Gruß geht da an jeden Einzelnen raus. Hat zwar nicht alles ganz so gut geklappt, da wir immer wieder irgendwelche Chaoten dabei haben, die Musik abspielen müssen und. Deshalb musste ich in Gruppenkeile leider den Ton dann, also das heißt den Ton, aber euch halt leider stumm stellen. Ist ein bisschen schade, aber man kann es irgendwo auch verstehen. Die Leute vergessen halt, dass ich am Stream bin, etc. pp. Dann hier erstmal für euch die aktuellste Liste, was die Online-Zeiten betrifft. Auf Platz 1 ist Schleuderaffe mit deutlichem Abstand, würde ich behaupten, mit insgesamt 46,3 Stunden. Danach kommt schon Zampal. Dann ist wieder eine größere Lücke zu Mark. Und dann kommt noch eine größere Lücke zu Yaren. Also, aber trotzdem, der ganze Support an sich, die Zeiten, das ist einfach ein bisschen verrückt. Aber die Unterstützung selbst, die hilft mir. Auch wenn nicht alle hier in den Top 10 jetzt Mitglieder sind oder so oder schon donated haben. Darum geht es ja nicht. Aber auch so unterstützt ihr mich, wenn ihr einfach nur im Livestream dabei seid und euch anständig benimmt. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal rüber in den Shop. Wir gucken direkt mal, was drin ist. Und jetzt sehen wir, nee, genau, die rote Ritterin ist wieder da. Zack, da ist sie. Man kennt sie ganz normal. Rote Ritterin. Ich habe sie immer noch nicht. Aber ganz ehrlich, mich reizt dieser Skin auch irgendwie nicht. Auch ich habe ja die Eis-Variante. Auch die spiele ich nicht wirklich. Also, ich weiß nicht. Der Skin ist zwar OG, aber mir den jetzt ohne ihn kaufen zu müssen für 2000 V-Bucks. Nee, nee. Wie gesagt, das rote Schild. Ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden, wer noch nicht hat und vielleicht die V-Bucks übrig hat. Dann schlag zu. Wer weiß, wann er nochmal reinkommt. Der kommt aber immer wieder rein. Zumindest Stand jetzt. Aber wir wissen ja nie, was Epic sich einfallen lässt, weil ganz einfach, wir haben immer mehr Skins. Bedeutet auch, es wird immer länger dauern, bis ein Skin wieder zurückkommt. So, dazu haben wir dann noch die Spitzhacke. Ah, hier muss ich direkt mal gleich was ändern. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Da. Da. Das ist, wenn man Rette die Welt spielt. Rette die Welt, immer den Ton ein bisschen leise stellen, damit nämlich alles nicht so laut ist. So, die noch Spitzhacke nochmal anhören. Aha, jetzt hören wir auch was. So, das war das. Dann haben wir. Genau, die Tomate ist wieder da. Gestern wurde ich ja gefragt, Tomate oder Burger. Wenn ich jetzt so hingucke, würde ich definitiv sagen, Burger Skin. Weil Tomate, ja, ist freundlich und alles Mögliche. Aber, ja, ich feiere es nicht so. Auch die Variante, ja, muss halt, da sage ich halt einfach wieder, das ist reine Geschmackssache. Aber wenn wir eine Möglichkeit hätten, dann würde ich eher die Variante holen. Aber dazu muss man ja logischerweise das Paket hier holen für 1500. Man bekommt halt den Skin plus den anderen. Aber man muss ihn halt durch eine Aufgabe freischalten. Welche Aufgabe das genau ist, kann ich euch leider nicht genau sagen, weil ich es natürlich nicht gekauft habe. Aber ich denke mal, wird nichts Schweres sein. So, dann haben wir hier noch das Rückenaccessoire, Eizustellung. Ja, passt zwar so zu dem Skin, ja, aber ja, nee, es ist nicht mein Geschmack. So, dann haben wir hier noch die Pizzaroller, also Axt der Uni, schön mit Käse. Dann haben wir noch den Nachtroller ohne Käse. Ach, weil er Doppelklingen hat, deshalb. Ah. Ja, da muss man natürlich zuschlagen, wenn er jetzt A2 Klingen hat, dann hui, hui, hui. So, dann haben wir noch den Kleider Extra Käse. Ja, also, naja. Ganz ehrlich, ich finde es sogar eher ein bisschen eklig, anstatt irgendwie toll oder so. Aber ihr kennt ja das Spiel, wenn ihr noch nicht dran gedacht habt. Gerade meinen Creator-Code eintragen, YT-FamilyHack. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Oder wie Raptor sagt, Support ist mein Sport. So, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir alles. Ja, weil irgendwie in letzter Zeit habe ich die Krankheit, immer mal wieder irgendwas zu überspringen. Da haben wir hier einmal die Magiemeisterin. Da weiß ich auch schon direkt schon, welche Variante ich spielen würde. Nämlich die hier. So sieht der Skin echt nice aus.
auch hier die Blumen da auf dem Rücken. Also so Safeskin top. Einen Weiß, ja. Aber ich würde eher einen Schwarz spielen. Ihr wisst ja, meine dunkle Seite. Kappa. So, dazu natürlich das passende Rückenaccessoire. Aber das Rückenaccessoire würde ich überhaupt nicht benutzen, ganz ehrlich. Also das ist irgendwie, gefällt mir absolut nicht. 0,0. So, dann haben wir den Sushi Meister mit drin. Man kennt ihn. Der ist wieder recht nice. Den hätte es auch in der dunklen Variante geben müssen. Weil der würde echt gut aussehen in der dunklen Variante. Dann er hat seinen halben Laden hinten drauf. Ach, das ist kein Laden. Ah, ein Sushi-Boot. Ah, Sushi-Boot, Sushi-Boot, du wolle kaufen. So, dann gehen wir mal wieder weiter. Dann gibt es nämlich noch die Filet-Hacke. Ja, ist okay. Ich sage ja, aber Spitzhacken feiere ich halt generell nicht so. Dazu noch der passende Gleiter, nämlich einen Sushi-Gleiter. Ja, da hätten sie sich auch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Das ist einfach nur ein OG-Gleiter und Sushi-Fahne. Also beziehungsweise Plane. So, dann gehen wir mal wieder weiter. Die Raufbolden ist wieder da. Ist ein Season 1 Skin, aber feiere ich gar nicht. Für 1200 V-Bucks, nein. Für 800 V-Bucks, nein. Für 400 V-Bucks vielleicht. Aber der Skin gefällt mir absolut gar nicht. Aber zum Glück sind Geschmäcker verschieden. Dadurch ist halt für jeden was da. So, die Knochenwespe haben sie rechts mit reingehauen. Okay. Der Skin etwa so unbeliebt, dass sie auf der rechten Seite auftauchen muss. Aber ich sag ganz ehrlich, so toll ist er auch nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sehen den Skin von so. Also so ist er eigentlich recht nice. Also so werden wir ihn am meisten sehen, wenn wir im Spiel benutzen. Aber so, ja, naja. Dann haben wir die Streitaxt mit drin. So, schöne Wikinger-Axt. Wunderbar. So, jetzt kommen wir natürlich wieder zu den Emotes. Dann haben wir einmal Knacks. Zack. Noch einmal. Klack. So, dann kommt die Tomate, die heilige Tomate. Oh. Ist ziemlich lang, das Emote. Also ich denke mal, hier werden die meisten schon wegschalten. Und blub. Aber ist trotzdem lustig. So, und dann rund um die Uhr. Und ja, bevor es in den Kommentaren steht, auch das werde ich hochladen. Nein, werde ich nicht hochladen, weil es keine Musik ist. Heute gibt es keine Musik. Eieieiei, was soll ich denn dann machen? So, dann würde ich sagen, war es das hier schon mit dem normalen Shop. Denkt dran, guckt nach, ob mein Creator-Code noch drin steht. Würde mich freuen, wenn ihr ihn wieder eintragen würdet. Und in dem Sinne sage ich den Leuten schon mal Tschüss, die wegen nur dem Shop hier sind. Wir gehen jetzt schnell rüber und retten die Welt. Gucken mal schnell, was da so los ist. Und dann sage ich den anderen schon mal, haut rein. So, dann gehen wir mal rüber und retten die Welt. Ich weiß, ihr habt ja gestern gesehen, ein bisschen Rettet die Welt habe ich noch gespielt. Aber da kam auch nicht viel bei rum. Also gestern war irgendwie ein ganz seltsamer Livestream. Erst die Leute ein bisschen abgenervt, dann einer, der Blödsinn macht. Dann bei Rette die Welt auch nur irgendwie komisch alles unterwegs. Aber so Tage gibt es halt einfach. So, Ladebildschirm ist rum. So, zack, 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 zack. Ich kann euch leider jetzt schon sagen, V-Bucks haben wir leider gar keine. Ist ein bisschen schade. Erst hauen sie wieder tagelang V-Bucks raus und dann wieder blub, gar nichts. So, wir gehen direkt rein in den Shop. Einmal ein Upgrade-Lama mit Fallen. Einmal ein Upgrade-Lama mit Fallen. Also eigentlich nichts Besonderes. Wie gesagt, hier hat sich auch noch nichts gibt. Ach doch, hier ist doch alles neu. Wir haben einmal die Deckenreifen drin. Den Kupferwirbel. Ja, Überlebende, die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, aber wegen den Skizzen. Ach, wegen den Skizzen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann haben wir hier den Raketenwerfer mit drin. Ein Held. Überlebende sind da.
Ja, hier der ändert sich halt erst, soll jetzt laut dem Update, ändert sich dieser Shop hier auf der linken Seite immer samstags und der hier ganz normal, wenn die eine Woche abgelaufen ist, also immer auf Donnerstag. So, dann gucken wir noch mal ganz schnell hier rein, gucken, was wir noch an den Lamis kriegen. Ich glaube, heute kriege ich keinen seltenen Überlebenden. Das war gestern zu viel Glück, 3 Stück auf einmal. So, gucken wir noch die Event-Lamas. 2 Stück können wir holen. Ah, sieht schlecht aus. Oh gut. Oh gut. Nehmen wir den halt mit. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Ich weiß nicht, in den Lamas ist so irgendwie nie was drin, wo ich sagen würde, ja, würde ich mal kaufen. Da ist irgendwie nie was Besonderes drin. Klar, überlebend oder so, aber in Rettet die Welt ist für mich persönlich nicht so dieser Wow-Effekt. Doch, ich glaube den. Und das war schon wieder. Das waren die 2 Event-Lamas. So, dann würde ich sagen, euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Denkt dran, vergesst nicht, heute sind die Missionen dran. Also in dem Sinne würde ich sagen, erstmal live, kein Livestream, sondern natürlich erstmal Videos. Und in dem Sinne, haut rein.